Ja, aber du hättest doch locker drüber springen auch können. Ja, so. Aber hier kann ich den jetzt aber ein paar Mal ausprobieren. So. Und beim dritten Mal. Wow, macht er viermal. So, mal sehen. Sobald er nicht wiederkommt, dann habe ich ihn auch endgültig besiegt. Okay. Probieren wir eine Spezialattacke. Zu spät. Nein! Hör auf zu laufen, du Idiot! Ich weiß halt nicht, ob er jetzt drei oder viermal macht. Das ist halt das Problem. Und ich bin auch nicht schnell genug anscheinend. Dann haben wir noch drei zu schlagen, so. Was jetzt gebracht, was gebracht hat, schauen wir. Ob ihr wirklich richtig steht? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hat das jetzt was gebracht oder nicht? Keine Ahnung. Ach, ich probiere doch nochmal eine Spezialattacke aus. Ja. Wunderbar. Diesmal hat das natürlich viermal gemacht. Genau, dann, wenn ich meine Spezialattacke einsetzen will. So. Ein Versuch noch. Ach, jetzt macht er sogar fünfmal. So, jetzt aber. Nö, hat auch nicht gemacht. Das sieht irgendwie genauso aus. Scheiß drauf. Dann machen wir einfach ganz normal weiter und ich mache das erst später, wenn ich hier nochmal vorbeikomme. Genau. Was ist das? Wo kommst du her? Ah, geflogen. Oh. War das geplant? Nein. Ich meine natürlich, ja. Natürlich war das geplant. Hallo, ich mache hier nicht. Aber das war nicht zum Zufall. Dachte ich mir schon. Aha. Wie geil die Viecher sind. Eine Bombe. Yay. Wow. Ah gut, von hier aus kann ich auch dahin. Ja, so piek ich wahrscheinlich nicht. Komm, gib mir dein Händchen. Am besten steck mir noch deinen Dolch in die Hand. So, was haben wir denn hier noch? Du kommst hier nicht durch! Ja, Arschloch! Dann gehe ich halt einen anderen Weg. Also hier habe ich sicher noch einiges zu erkunden, sobald ich Lysop habe. Ja, denke ich auch. Schon im ersten Level 2 stellen. Ja. Und hier auch nochmal. Lass mich nur mit Lysop durch. Whee! Och. Ah nein, ich Idiot, ich hab die Bombe gerade. Wow! Ich brauch die 100 Pro gleich, sehe ich ja irgendwo. So, Moment. So. Das ist cheap. Das ist die ordentliche Taktik, wie man die macht. Das ist lame. Gut, ich hab ich. Aber anders komme ich ja nicht rüber, ich kann's nicht anders machen. Ach so, ja dann. So, das ist wie alles okay. Gehen wir oben her. So viel dazu. Ist hier oben noch was? Wenn man schon so hoch fliegen kann? Nö. Ich möchte gerne ein bisschen Energie haben. Ich möchte gerne Nami haben. Ich kann mich unter Umständen heilen. Echt? Ja, mit ihrer Spezialattacke klaut sie was vom Gegner. Und das kann unter Umständen auch ein Heil-Item sein. Oh, cool. Wenn du jetzt in einem Level schon mal Nami gefunden hast und das Level du nochmal machst, musst du sie dann wiederfinden? Ja, also wenn ich in das Level nochmal reingehe, muss ich sie nochmal suchen. Auch wenn du es geschafft hast? Ja. Übernommen werden die nur, wenn du, ja. Bombe. Übernommen werden die nur, wenn du, in einen Bosskampf gehst, direkt nach dem Level. Ah, okay. Dann hast du den Charakter auch, in dem Bosskampf. Als Hilfe. Okay. So, machen wir die alle weg. Einfach so, just for fun. Weil wir es können. Ganz genau. So. Na? Ich möchte Nami finden. Zombie ist mir egal. So. 4, 5. Wow, viel zu lange. Ruffy guckt auch schon böse. Ach, da oben wäre eine Abkürzung gewesen. Aber die kann ich noch nicht benutzen, weil ich keinen Angriff nach unten habe in der Luft. Okay. Der kommt erst später. Das ist die Attacke, die ich dann noch lernen werde. Was kommt jetzt? Ach, der juckt schon wieder. Ja. Hier.
Irgendwie. Wow. Das war gerade ein bisschen gewagt. Na toll, hier unten. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Schön. Ein Leben. Hätte ich auch so gut runterfallen können. Sag mal, finde ich überhaupt jemanden meiner Bande mal hier irgendwo? Warum die sich versteckt? Spielen die irgendwie versteckt mit den kleinen Kindern in den Bäumen oder was? Übrigens, warum verstecken sie sich? Ja, gute Frage. Verdammt nochmal Mitglieder deiner Bande. So, wo lande ich denn hier? Wow! Gut. Direkt auf einem Gig. Ne, hier geht's weiter. Sieht jedenfalls danach aus. Ich fall mal runter. Bombe! Könntest du mal zurückgehen? Nein. Oh, okay. Ah, wir sind schon bei der Villa von Kaya. Das ist bis Kayas Zuhause. Ja, schön für dich. Das weiß ich auch. Willst du nicht eine kleine Pause einlegen? Oh, cool. Hab mich geheilt. Und eine Münze geschenkt. Yay. Und du? Achso. Ich könnte nur geheilt werden. Cool. Ist aber nicht schlecht. Ja, aber... Wo lang jetzt? Noch weiter? Ja. Okay. Ah, hier. Bam. Ich hab Angst, darüber zu gehen. Karabanga! Ja, es war klar. So, tschüss. Es war so klar. So, yes. So, hoffentlich ist das auch Ding auch mal offen. Oh, jo, jo. Boah, stimmt, dass wir nicht machen können die ganze Zeit eben. Münze. Okay. Wieso hab ich das nicht vorher gemacht? Eine gute Frage. Wieso hast du das nicht vorher gemacht? Aufwärts. Wie gemein der Ballon ist. Das war mit Absicht. Ich wollte den töten. Mhm. Aber den linken lasse ich am Leben, weil ich so nett bin. Kann ich hier noch? Ah, ich kann hier so auch wieder zurück. Komm, schieß, schieß. Ich hab den anderen erwischt. Ich finde es interessant, dass Ruffy sogar von Kanonenkugeln getroffen werden kann, obwohl er in seiner normalen Form ist. Mhm. Ach, das wird ein Spaß. So. Musst du da hoch? Irgendwas wird da oben schon sein, sonst wäre das hier nicht hier. nee, falsche Richtung. Ah, jetzt sehe ich, wie ich da weiter soll. Moment, einfach so und dann so nicht. Starten wir hier. Fast. Vielleicht kannst du durchspringen. Hätte ich den Knopf gedrückt, wäre ich dran gekommen. Moment. Hey. Und noch eine Münze. Schau mal, ob es rechts oben was gibt, ne? Habe ich vor. Mhm. Ich hatte es vor. So, gucken wir nochmal. Jetzt. Ah, fast. Von hier etwa. So, und. Nö, gibt's nichts. Okay, schade. Aber immerhin weiß ich ja, dass da nichts ist. Hätte ja sein können. Nami! Ich hab sie gesehen! Echt? Ah, okay. Ja, nur damit du es weißt, der Schatz gehört alles mir. So, jetzt kann ich dir mal zeigen. Zack, wird was geklaut. Und Fleisch. Mhm, halt auch ganz gut. Zur Not kann sie sogar einfach nur eine Piratenflagge klauen, die einfach die Spezialattacke nochmal auffüllt. Moment, was? Sogar wenn ich keine Herausforderung für sie bin, kann ich sie immer noch beschützen. Ich werde sie beschützen. Das ist der Geist. Ich gebe dir eine Hand. Ich gebe dir eine Hand. Sehr gut übersetzt, Jan. Au. Na gut, dass noch ein bisschen unbesiegbar war. Ich helfe dir. Schatz, ich gebe dir eine Hand. Oh, das dumme Vieh schon wieder. Ah, jetzt habe ich ihn mal weggehauen. Okay. Jetzt ist er zur Seite rausgeflogen und nicht nach oben. Es ist der rückwärts laufende Mann. Okay. Ah. Jaco. Ganz genau. Ich werde das Dorf angreifen und dann werde ich die Lady schlachten. Verstanden. Mhm. Verstanden, geh aus dem Weg. Ich lasse es nicht zu. Yeah, Jaco. Eins, zwei, Jaco. Oh, wie ging der denn nochmal? Ach, das Ding kommt zurück. So.
Aber wahrscheinlich auch nur. Was? Sogar. Gut. Mal ja. Eins, zwei. Ich würde am besten gar nicht erst treffen lassen davon. Nee, will ich auch nicht. Wer weiß, was das alles macht. So. Mal warten. Drüber springen. Und weghauen. Wer weiß, was er alles mit dir macht. Kannst du von Nami auch was klauen lassen? Ja, kann ich auch. Das kann man auch von. Oh, na toll. Und das kann man auch an Bossen benutzen. Das ist halt das Gute. Ja! Das war wunderbar eingesetzt. Jacko, komm mal her. Und da bleibst du stehen. Und einsetzen. Ja, gut. Einmal in frei. Nein! Ach, jetzt weiß ich, was das macht. Das dreht mir die Steuerung um. Jetzt hast du wieder normal. Da. So, Nami, klau mir was zu essen. Das ist gut. Genau dafür ist Nami gut. Aber Sanji ist da später viel besser. Weil der kann immer was essen. Ja, der kann immer was zu essen geben. Und zwar mit seiner. Das ist zwar die stärkere Spezialattacke, aber dafür hält er damit voll. Oh, okay. Aber das Gute ist, ich habe jetzt Nami für den Bosskampf. Ah. Dadurch, dass ich sie jetzt habe, habe ich sie auch weiterhin im Bosskampf. Das heißt, du hast zwei normale Level und einen Bosskampf. Ganz genau. Okay. Und das halt 6 Welten lang. So, jetzt sollte ich aber meine verbesserte Leistung. Oh, 3 von 6. Immerhin die Hälfte. Bocci. Django the Hypnotist. Wow, 6 Millionen allein der schon. Wie glaube ich jetzt? 52. Nice. Ah, ich habe sein Pendel bekommen. Ah, ich habe die Matratze von Gucci bekommen. Und ich habe jetzt mehr als 55 Millionen. Raise Life Limit. Yes. Saving. Bing, 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 bing. Und auf zum Bosskampf. Sir Village versus Boss. Ja, und wer wird es wohl sein? Tja, es ist zwar nicht ganz nach meinem Plan gelaufen, aber ich kann es nicht aushelfen. Da, was auch immer. Ich werde dich mit meinen eigenen Händen töten. Oh, ich glaube, der war auch ein Arsch. Ja. Oh, er ist schnell. Genau, er konnte mir auf den Kopf springen. Das war sehr nervig. Aber ich habe doch jetzt ein bisschen mehr Leben. Gut, und eine Spezialattacke habe ich schon mal frei. So, genau deswegen ist er nervig, weil er mir auf den Kopf kacken kann. Das ist eine Katze. Die können sowas. Menschen auf den Kopf kacken? Mhm. Au. Und mir den Stachel in den Arsch schieben. Ich glaube, das mal gleich als erstes Nami ein, wenn ich ihn wieder vor mir habe. Und zwar jetzt. Yay, Apfel. Danke. Stell ich mir voll gut vor. Schlägt dich direkt in den Apfel rein. Ja. Ruffy, im Fallen isst du den Apfel. Ach, jetzt macht er die Scheiße. Ah, den Katzenbuckel. Ja. Und da kann ich ihn nicht treffen in der Zeit. Aber halt davor noch. Oder wenn mir den Arsch sticht. So, ich muss ihn gleich wieder beklauen. So. Ballon oder so? Ja, ein Ballon. Dann schlitzt er mich ja erst recht auf. Komm, schaff's, Nami. Ja. Hätte ja sein können. Meine Heilung. Boah, das war eine gute Heilung. Und du kannst Nami wieder einsetzen. Aber ich warte noch ein bisschen. Bis er wieder zu mir kommt. Jetzt. Und Heilung. Ein Apfel. Au. Ja, ich glaube, ohne Nami wird's schwer gewesen. Ja. Mit Sanji ist halt noch sehr viel besser, weil, wie gesagt, immer Vollheilung. Und vor allem, ich muss dafür nicht den Gegner erwischen. Ich kann auch 3 Meter vom Gegner wegstehen und das trotzdem machen. Ah, da kann man ja doch ganz gut ausweichen, merke ich gerade. Ja, wenn du am Eck stehst. Wenn er mir nicht in den Arsch sticht, so. Ja, eine Bombe. Warte, ich hau die noch schnell hinterher. Schade, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich wollte schnell hinterher werfen. Macht die dann auch Schaden? Ja. Ich weiß aber nicht, wie viel. Das habe ich bisher nur bei Bossen ausprobiert. Clear. Ja, viel Glück, viel Glück. Hä? Du bist einer von uns, oder nicht? Ich bin der Captain! Usopp. Hugo Schleuder. Das ist doch eigentlich Usoppu. Jo. Oder? Egal. Captain Kuro. Wie viel gibt der denn? 20? 14? 20 war Along, glaube ich.
Oder okay. Creep. Egal, ich hab 66, fast 67. Ja, you got Katzenklaue. Hier, für Morphin 65. Was bekomme ich? More Deadly Techniques. Okay. Okay. Ah, die Leiste unten hat sich hier, glaube ich, erweitert jetzt, oder? Jetzt hab ich, ja, jetzt habe ich 4. Ja, okay. So, jetzt machen wir hier ein paar Piraten fertig. Das gibt dann noch ein paar extra Leben. Die Flying Lamp. So. Wie meinst du das extra Leben? Je nachdem, wie schnell ich die besiege, gibt ein paar extra Leben. Ah, okay. Ah, wo ist noch jemand? Wo ist noch jemand? Da sind noch 2. 3, 4. Jo. 5. Das war gut. War's das? Nein, immer noch nicht. Doch. Doch. 2 Leben? 2 Leben. Perfekt. Saving. Den letzten sind mit den Leben auch nicht wirklich. So, und auf zur. Und damit hätte ich die Viertelwelle, das Barati. Aber ich würde hier noch nicht ganz einen Schnitt machen, denn Collections wieder mal zeigen, was wir jetzt wieder dazu bekommen haben. Einmal Usopp's Slingshot. Kotatsu Button Cape. Chakram. Catclaw. Catsclaw. Jetzt mal hier so ein paar andere. Das war Duichimonji, die Gum-Gum-Frucht. Ja, das war's. Wieder einiges geschafft. Und ja, das war's erstmal wieder von One Piece. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.